Können Sie noch mal kurz erklären, warum genau Sie heute in den Arlberg gereist sind? Ja, wir von Lareus haben 3 Teams im Einsatz gehabt. Das Mercedes Tiroler Nussöl Team, das Team Aurelio vom Hotelier und natürlich das Lareus Team. Und da kamen Spenden zusammen, insgesamt über 30.000 Euro, das für sozial benachteiligte Kinder zugutekommt. Insgesamt haben wir über 90 Projekte weltweit. In Österreich haben wir jetzt 1, die Schneetiger. Und diesen Kindern kommt das Geld zugute. Haben Sie mit den Gedanken gespielt, heute selbst am Rennen teilzunehmen? Ich bin noch nicht so weit. Ich hatte eine schwere Sportverletzung am Sprunggelenk und bin froh, dass ich wieder laufen kann. Aber ich hoffe, dann nächstes Jahr wieder fit zu sein und mitzufahren. Und wie gefällt es Ihnen am Arlberg? Ja, hervorragend. Heute ist Kaiserwetter, viel Schnee. Also es gibt kaum einen schöneren Platz, wenn die Bedingungen so schön sind. Kurz, wie war für Sie das Jahr 2011? Wir sind noch jetzt 2012. Ne? Lassen, das 2011 war gut, aber das ist jetzt rum. Wir sind mitten im Januar jetzt und hoffen, dass wir gerade für Lareus wieder viele Spenden sammeln können. Okay. Gut. 2012, die Welt soll untergehen. Glauben Sie an die Prophezeiung des Maya-Kalenders? Ich glaube, die Mayas haben nicht recht.